Jetzt ist das Thema des Videos Schleifen in Scratch 2. Ich gehe hier wieder in den Skriptbereich hinein. Ich habe diese Scratch Online Editor von mir. Ich wähle mir jetzt in dem Fall hier eine neue Figur aus. Und da suche ich mir Cassie Dance aus. Aus bestimmten Gründen, wirst du gleich sehen. Denn Cassie Dance hat von vornherein schon mehrere Kostüme. Das heißt, du siehst, auf der rechten Seite verändert sich das, wenn ich die Kostüme wechsle. Und das machen wir gleich, holen wir uns gleich den Befehl hinein. Ich wähle also hier diese Figur aus, gehe auf Aussehen und nehme mir dann nächstes Kostüm. Und wenn ich draufklicke, siehst du, verändert sich hier auf der linken Seite, dann auf der Bühne, verändert sich dann das Aussehen hier der jungen Dame, die dann tanzt. Und das kann ich auch sehr schön machen mit sogenannten Schleifen. Schleifen sind nichts anderes, als dass bestimmte Befehle, Skripte, würde man hier in Scratch sagen, wiederholt werden. Die einfachste Form ist hier, wiederhole 10 Mal. Ich kann auch aus 10 Mal könnte ich zum Beispiel auch 5 Mal machen. Das ist ja die einfachste Form der Schleife. Wenn ich hier auf Ereignisse gehe, kannst du dich erinnern, wenn grüne Fahne angeklickt, ich kann das hier starten, dann würde sich das ganz rasch verändern. Und hier hat noch von einem vorgehenden Programm hat hier noch die Maus hier gerufen, also nicht die Maus, sondern die Katze. Rechte Maustaste löschen und ich kann die Figur jetzt dann löschen. Gehe ich nochmal daher. Start das Programm nochmal, geht es ganz rasch. Ich kann es hier jetzt dann auch ein bisschen verzögern, wenn ich hier beim Bereich Steuerung, Registerkarte Steuerung, warte eine Sekunde nehme, in die Schleife hineingebe, dann geht in die Schleife hinein, wartet eine Sekunde, führt dann diesen Skript aus, diesen Codeblock, nächstes Kostüm. Ich starte jetzt und ich warte eine Sekunde und dann erst wechselt dann hier dementsprechend dann das Kostüm. Und wenn das Ganze fünfmal durchlaufen ist, ist alles fertig. Das wäre eine einfache Schleife. Eine andere Form der Schleife, das wäre die sogenannte Endlosschleife. Das wäre hier wiederhole fortlaufend. Und der Unterschied ist dann der, dass dann das immer durchgeführt wird, bis das Programm unterbrochen wird. Ich nehme jetzt einmal die Codeblöcke da heraus, warte eine Sekunde, nächstes Kostüm, klicke jetzt hier herauf und das Programm wird jetzt unendlich lang durchgeführt, bis ich halt dieses Programm hier dann beende. Das hast du dann kennengelernt. Was man unter einer Schleife versteht, nämlich unter einer normalen Schleife, wiederhole 10 Mal zum Beispiel, ich habe sie verändert in 5 Mal, und wiederhole fortlaufend ist eine sogenannte Endlosschleife. Auf dann zum nächsten Video, in dem du dann etwas über Abfragen kennenlernen wirst.